50% auf Skins. Ja, war klar, wer das wieder verlangt, ne? Nils, wer sonst? Ja, herein. Hey, Tobi, Mann. Alles gut? Ja, hi. Na, ja, alles ja, klar? Ja. Wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Auch gut. Noch? Gibt's Probleme? Also über die Vertragsverlängerung müssen wir auf jeden Fall nochmal reden. Es geht wahrscheinlich um die 50%, ne? Ja. Ja, genau, die 50% vor allem, ja. Ja, so Spieler wie Nils brauchen halt einfach diese 50%. Und da weiß er, er ist so ein Placebo-3000-Spieler, der benötigt einfach diese guten Skins, um seine Confidence aufzubauen. Und er erzählt immer, wie gut 2020 lief und wie toll der Coach war und wie toll die Skins waren. Ja, also eigentlich macht das für mich keinen Sinn, aber bei Nils, ja, mit seinen ganzen Placebos und so weiter, könnte das echt gut investiertes Geld sein, muss ich sagen, ja. Also Skin Baron ist schon großzügig genug mit den 30% für jeden, aber ich denke, für so einen Spieler unter uns... Okay, du hast mich überzeugt, weil das macht natürlich Sinn auf jeden Fall für die Confidence und dann geht besser rein und so, das verstehe ich auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, ja, du kannst das auch, ja, entscheiden, ne? Ja klar, wenn das einer bei Skin Baron entscheiden kann, ne, dann bin ich da genau der Richtige auf jeden Fall, ja. Ja. Glück. Hey! Herr Baron! Ich dachte, Sie sind auf Skin-Expedition. Was machst du denn da? Ja, ich dachte, man muss ja die Geschäfte führen, wenn Sie nicht da sind. Das ist mein Part. Raus! Was denkt der eigentlich, wer der ist? Und was machst du überhaupt hier? Herr Baron, ich hätte niemals 50% verlangt, wenn Sie vor mir gewesen wären. Ich dachte, Tobi hatte Autorität. Vertrag? Ist denn schon wieder soweit? 50%? Für Kito? Das ist doch scheiße! Aber nein, das ist Müll. Herr Baron, ich mach das schon. Wir machen das so, wie Sie wollen. Wir vergessen die 50% und bleiben bei den 30%, die sowieso jeder bei Skin Baron bekommt. Sie müssen einmal nur hier unterschreiben, Herr Baron. Okay, für 30% können wir das machen. Ja, super, danke, vielen Dank. Ha ha ha.